So, es ist soweit. Der Tag ist gekommen. Für uns geht's jetzt los Richtung Victoria, wo wir dann die Fähre nach Seattle nehmen. Unsere Freundin fährt uns jetzt in die Stadt. Das ist ungefähr noch 40 Minuten fahren. Und ja, wir wollen halt rechtzeitig da sein, dass wir die Fähre auch nicht verpassen. Genau. Genau. Vielleicht können wir auch noch einen Kaffee trinken, bevor wir losfahren. Genau, das wäre schön. Okay. Okay. Let's go to Victoria. Yes. Eine Fähre angekommen und ja, wir müssen jetzt gleich uns auch schon anstellen, weil es ist eine sehr volle Fähre, hat man uns gerade gesagt. Gepäck ist schon eingecheckt und ja, wir müssen gleich nur noch in die Immigration, also wird nochmal kontrolliert, weil es geht ja in die USA von Kanada aus, da brauchen wir unseren Reisepass dann und da wird dann alles gecheckt. Genau. Aber vorher haben wir noch uns einen Kaffee geholt. Genau, einen Kaffee vorher. Es ist super warm heute, es ist über 30 Grad in Kanada gerade. Und gewöhnen wir uns schon mal an Thailand-Temperaturen. Genau. Okay, wir sehen uns auf der Fähre. Ja, bis gleich. So, wir sind jetzt auf der Fähre angekommen. Es ist super warm hier drin, weil die Air-Conditioning so ausgefallen ist. Aber funktioniert jetzt wieder und wir versuchen die Kabine gerade wieder runterzukühlen. Aber es ist gefühlt 50 Grad hier drin. Und ja, wir sind gerade durch die US-Immigration gegangen und wir haben erstmal Fragen gestellt. Unglaublich, ja. Was? Das ist normalerweise nicht so gewesen, wenn wir sonst in die USA reisen. Ja. Was arbeiten wir? Wie lange bleiben wir in Thailand? Warum hier? Warum das? Warum leben wir? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier und fahren jetzt ungefähr 2 Stunden 45 Minuten mit der Fähre und dann sind wir in Seattle. Und ich hoffe, dass wir gleich wieder hier können. Wir sind jetzt mit der Clipper angekommen in Seattle und ich habe Hunger. Ja, wir müssen gleich gucken, wie wir was zu essen bekommen. Ja, wahrscheinlich werden wir uns irgendwo im Motel was zu essen bestellen. Wir werden jetzt gleich ein Uber bestellen, damit wir da hinkommen. Das ist ein Motel ziemlich nah am Flughafen. Und wir fahren gleich mit dem Uber und vielleicht können wir uns ja mit Uber Eats gleich noch irgendwo was zu essen bestellen. Ja, wir müssen uns die Area gleich mal angucken, wo wir dann sind. Aber jetzt sind wir erstmal in Seattle. Genau. Und morgen um 1 Uhr mittags geht unser Flug. Nach? Ja, erstmal nach Korea. Und dann nach Bangkok. So, wir sind jetzt angekommen mit der Fähre und die Selina bestellt uns jetzt ein Uber, damit wir zum Motel kommen, was nah am Flughafen ist. Die Preise sind ungefähr bei 46 US-Dollar. Das geht. Ich glaube, wir fahren 40 Minuten. Ja, wahrscheinlich besser als ein Taxi.
wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen, dem Red Roof Inn. Und ja, ich glaube, das ist auch eine Motelkette hier in den USA, welches hier direkt auch am Flughafen von Seattle ist. Wir können hier morgen sogar einen Shuttle nehmen, haben wir gerade erfahren. Das heißt, wir müssen nicht laufen. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, würde ich auch sagen, hier an sich reicht es auch vollkommen für eine Nacht. Das ist nichts Besonderes, das ist ein Basic. Ich meine, jeder kennt, glaube ich, so Hotels aus den USA, aus den Filmen. Und ja, wir haben ein Bett, was ganz gut aussieht eigentlich. Und reicht völlig aus, um sich auszuruhen heute Nacht. Völlig, und genau. Hunde sind hier erlaubt, perfekt. Hunde sind erlaubt. Einen Elvis hier mitnehmen. Und wir haben eine ganz, ganz wundervolle Aussicht. American Style Tankstelle. Genau, und super. Hier gehen wir gleich auch nochmal nach draußen, weil wir haben noch Hunger und wir müssen mal gucken, ob es hier irgendwas noch zu essen gibt. Und das werden wir jetzt gleich machen. So, einen schönen guten Morgen. Unser Tag ist angebrochen. Wir sind jetzt, wir sind wieder wach. Ja, ich habe ganz gut geschlafen. Ich war einfach nur noch fix und fertig und habe mich hingelegt und war weg. Haben uns gestern Abend noch was zu essen gekauft. Genau. Und sind danach auch wirklich todmüde ins Bett gefallen. Mhm. War ein bisschen schwierig, was zu bekommen zu essen hier. Und jetzt brauchen wir auch noch Frühstück. Hier in diesen Industriegebieten oder um Flughafen rum kriegst du halt meistens immer nur irgendwelche Fastfood-Läden oder ähnliches. Da müssen wir mal gucken, was wir frühstücken. Ja, ist ein bisschen schwierig immer, die, wenn man dann halt so auf Reisen ist und so zwischen Flughafen, Industriegebiet rumhängt, dann ist es manchmal echt nicht so einfach mit dem Essen. Also, aber wenn wir in Thailand sind, dann gibt es, glaube ich, sehr gutes Essen. Lecker Essen wieder, genau. Ja, und wir haben auch nicht ganz so viel Zeit mehr, weil wir haben jetzt 9:30 und 10:00 geht der Shuttle. Und hier zu Fuß die Wege zu machen, ist ein bisschen schwierig. Meistens brauchst du eigentlich ein Auto hier. Aber wir werden uns jetzt auf die Suche machen. Dann kommt gleich der Shuttle 10:00 und dann geht es für uns Richtung Flughafen. Und dann geht die Reise weiter. Genau. Also, jetzt erstmal Frühstück. Yes. So, wir machen jetzt Kaffee à la Motel. Man nehme Wasser, am besten Flaschenwasser, weil wenn man das Wasser von hier nimmt, kann man auch direkt ins Schwimmbad gehen und daraus trinken, weil es riecht nach Chlor. Die war gerade schon mal an die Kaffeemaschine, ich habe die sauber gemacht und jetzt ist die ein bisschen am Rummeckern. So, man nehme Wasser rein, wie es so üblich ist für eine Kaffeemaschine. Okay, Kaffee. Eigentlich sollte der Kaffee nicht hier rauskommen, hier rein. Andersrum. Der gute Kaffee. Geht nicht. Vielleicht machen wir doch keinen Kaffee am Hotel. Ganz einfach. Wie ihr seht, easy. Und dann warten wir. Ja, hört sich nach Kaffeemaschine an. So, wir haben jetzt eingecheckt, gerade mit Korean Air, und es hat alles wunderbar geklappt, auch mit unserem Hund. Da machen wir uns ja immer ein bisschen Sorgen, weil wir den ja mit in die Kabine oben nehmen, und das ist immer so,
Der ist so gerade hart an der Grenze mit seinem Gewicht und mit seiner Größe. Da sind die ja sehr strikt, aber auch das war... Alles in Ordnung, Papiere in Ordnung. Die waren super nett, also so ein nettes Personal habe ich selten erlebt, muss ich sagen. Haben auch keine Fragen gestellt groß, sondern... Genau, richtig schöner Service, war wirklich toll. Also, gleich geht's los. Yes! So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im ersten Flieger nach Korea. So, wir haben jetzt die ersten 10,5 Stunden hinter uns. Wir sind jetzt von Seattle nach Korea geflogen, haben jetzt hier gerade den Zwischenstopp und ja, war anstrengend. Ich meine, es ging schneller rum als erwartet, muss ich sagen. Aber trotzdem, jetzt nochmal 6 Stunden bis nach Bangkok. Danach sind wir dann auch fertig. Ja, wir sind froh, weil wir endlich da sind, ja. Okay. Genau. Gleich geht's weiter in 10 Minuten ist Boarding. Genau. Und dann geht's weiter, 6 Stunden. So, wir sitzen jetzt im nächsten Flieger nach Bangkok. Wir sind jetzt noch in Seoul, in Korea. Wir sind jetzt schon 11 Stunden unterwegs und wir sind müde. Oh ja. Wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr zu fliegen, aber da müssen wir jetzt noch durch und wir sind froh, wenn wir gleich in Bangkok ankommen. Es wird sehr spät. Ich denke 23 Uhr, da müssen wir noch ein Taxi nehmen und dann sind wir bestimmt heute Nacht irgendwann im Hotel und sind dann endlich im Bett. Schläfst du auch schon fast ein, ne? Ja, ich bin total. Im letzten Flug haben wir, glaube ich, 3 Filme geguckt. Ja. Und ich glaube, jetzt werde ich einfach nur versuchen, die Augen zuzumachen. Mhm. Also, wir sehen uns im Hotel. Wir sind jetzt im Ibis Hotel in Bangkok und wir sind gestern Abend angekommen, recht spät. Es war, glaube ich, 2 Uhr, richtig? Ja, 2 Uhr nachts. 2 Uhr, wo wir denn hier angekommen sind, ja. Also wir waren auch ziemlich fertig gestern nach den ganzen Flügen und aber an sich lief alles recht rund. Ja, also an sich war es eine wirklich angenehme Reise, obwohl es so eine lange Reise war. Na klar, also von dem Zeitraum war es wirklich viel zu lange an sich. Aber ich muss sagen, mir kam das auch schon mal länger vor, wenn wir lange geflogen sind.
Richtig, es waren schon mal Flüge, die einem wirklich endlos vorkamen, ja. Aber irgendwie... so wie Kaugummi gezogen. Dadurch, dass alles sehr rund lief von der Anreise von Kanada noch von Victoria zu nach Seattle, also vom Anfang an, die ganze Reise, die lief eigentlich sehr, sehr rund. Wir sind nirgendwo zu spät gewesen, was wir eigentlich auch... Wir waren super in der Zeit. Wir waren immer super ja. in der Zeit. Auch der Check-in mit Korean Air, der lief einfach sowas von geplant und reibungslos. Selbst mit unserem Hund, die Papiere wurden einmal durchgeschaut. Und ja, wir konnten direkt alles einchecken und ja, es lief einfach alles rund. Sehr rund. Ja. Ja, ja. Also im Großen und Ganzen war die Reise, abgesehen von der Anstrengung, doch recht angenehm. Ja, wie gesagt, wir sind mit Korean Air geflogen, obwohl wir mit Delta gebucht haben. Die haben irgendwie eine Kooperation. Deswegen gab es auch ein bisschen Durcheinander, was mit dem Gewicht des Hundes und so zu tun hatte. Das lief aber auch alles ohne Probleme ab. Und ja, wie Michelle gerade schon sagte, so, natürlich ist es wichtig, dass du immer alle Papiere dabei hast, ne? Sowohl für den Hund als auch für dich. Es wurden wirklich alle Papiere auch erfragt vom Hund, sowohl als auch von uns, unserem Abflugticket, ne? Brauchten sie auch, unser Visum für Thailand. Wobei es auch ein Visa on Arrival gibt, also wenn ihr irgendwann mal Interesse habt, irgendwie, dass wir über die Visa sprechen, die es hier gibt, sagt gerne mal Bescheid. Nee, aber ansonsten... Können wir dann auch gerne weiterhelfen. Genau. Und nee, ansonsten war das dann alles recht... Wir sind dann in Bangkok angekommen, mussten wir dann auch mit unserem Hund zum... Animal Quarantine Station. Genau, da wurde er auch nochmal durchgecheckt, oder beziehungsweise die Papiere. Nur die Papiere. Genau, sind dann auch direkt zum Taxistand und dann wurde es erstmal ein bisschen ungemütlich, weil die ersten zwei Taxifahrer wollten uns nicht mitnehmen mit dem Hund, obwohl wir einen Carrier, also so eine Box haben, wo der Hund drin ist, aber die wollten wirklich auch absolut keine Hunde im Auto haben. Und wenn man dann nachts ankommt um nach eins und dann möchte einen keiner zum Hotel fahren, da kriegt man dann erstmal schlechte Laune. Das war anstrengend. Aber wir haben dann doch einen Taxifahrer gefunden, der für ein bisschen mehr Geld uns dann auch mitgenommen hat. Und das war dann auch völlig in Ordnung am Ende. Ja. Hauptsache, wir sind angekommen und wollten das auch recht einfach haben. Und dann zahlt man auch gerne einfach mal ein bisschen mehr. Was immer noch super günstig war, weil wir haben, glaube ich, für eine halbe Stunde Fahrt umgerechnet um die 20 Euro bezahlt. Ja. Also man muss dazu sagen, dass es für Thailand viel ist. Nur für uns war es jetzt auch, Hauptsache der Hund ist dabei. Ne? Also ich glaube, du zahlst normalerweise um die 10 Euro für eine Taxifahrt in die Stadt. Und er hat einfach nochmal was draufgerechnet. Aber der Taxifahrer, der uns vorher nicht mitnehmen wollte, der hätte noch mehr draufgerechnet. Also es ist halt hier so mit den Preisen, da muss man halt immer ein bisschen gucken. Die Leute versuchen natürlich auch das meiste dabei rauszubekommen. Das ist alles ein bisschen anders als natürlich in Deutschland oder in Europa. Wobei selbst da kannst du es manchmal haben, dass die Taxifahrer dir ein bisschen mehr unterjubeln. Aber wir haben die Erfahrung in Mexiko gemacht, dass es da teilweise... dass an manchen Orten man viel mehr abgezockt wird und die da wirklich noch viel dreister sind als hier. Also hier sind die Leute wirklich meistens immer noch sehr nett und versuchen dir weiterzuhelfen. Mhm. Und wir haben es leider auch oft in Mexiko, also wir wollen Mexiko da jetzt nicht schlecht reden, Mexiko ist ein super Reiseziel. Also es kommt immer auf die Region an, wo du in Mexiko bist. Genau, also wenn man dann wirklich so in den Hochtouristenbogen sind in Mexiko, also da muss man wirklich um seinen Geldbeutel aufpassen. Ja. Was dann in Thailand doch, finde ich, ein bisschen seriöser, ein bisschen einfacher gehandhabt wird. Also, Michelle war ja schon mal, deswegen weiß er das schon. Ja, wir schauen aber einfach mal, wie es jetzt dann hier weitergeht. Also ich glaube, ich habe bis jetzt ein gutes Gefühl. Unser Hund möchte jetzt auch langsam. Er möchte Bangkok sehen, genau. Und haben wir soweit... Ja, sind wir eigentlich ready, um jetzt die Stadt zu erkunden. Das werdet ihr dann auch alles im nächsten Video sehen, wie wir uns Bangkok angucken, was wir alle noch vielleicht besorgen müssen, wenn wir jetzt hier gerade angekommen sind. Und auch unser Hotel zeigen wir euch dann nochmal ganz in Ruhe. Ich würde sagen... Wir gehen jetzt zum Frühstücken. Genau. Wir haben jetzt heute Nacht 4 Stunden geschlafen, was viel zu wenig ist, aber mit dem Jetlag und mit den Stunden, das wird schon irgendwie passen. Also, wir sind immer noch nicht ganz da, aber wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück und dann mal schauen, was wir dann machen.
Und ja, wenn euch das Video hier auch gefallen hat, dann lasst super gerne ein Like da, also ein Gefällt mir, und auch gerne ein Abo, wenn ihr gerne mehr von unserer Reise erleben wollt und noch ein bisschen tiefer mit uns auf die Reise durch Thailand gehen wollt und wie das Leben hier so ist, genau. Abonniert gerne den Kanal und... Genau, und schreibt uns gerne mal in den Kommentaren, wart ihr schon mal in Thailand? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Und wie waren eure Erfahrungen so? Und ansonsten... Wir sind immer offen für irgendwelche Tipps, Ideen genau. Ja, gebt uns gerne auch Ideen oder Tipps, wenn euch irgendwas noch einfällt, was ihr vielleicht auch hier gerne noch auf dem Kanal sehen wollt. Genau. Ja, ansonsten... Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Genau. Bis bald.